Singen pur ist für mich Singen Singapur sind 6 individuelle Stimmen, die in Harmonie zusammenklingen und gerade durch die Unterschiedlichkeit den besonderen Sound ausmachen. Well, the south side of Chicago. It's the baddest part of town. And if you go down there, you better trust me. There was a man in old King Kong. And meaner than a junkyard dog. And he's bad, bad. Ein Singapur-Konzert bedeutet oft eine Zeitreise über ein ganzes musikalisches Jahrtausend, wo wir vom Mittelalter bis zum Pop alle musikalischen Stile berühren. And meaner than a junkyard dog. And he's better than old King Kong. Meaner than a junkyard dog. Ba-da-ba-da. Yeah! Großes Kino! Das Schöne bei Singapur ist, dass wir durch den Gesang mit Leuten aus der ganzen Welt sprechen können. Keine Sprache wird so gut verstanden wie die gesungene. Ein magischer Moment für mich in Singapur-Konzerten ist, wenn ich zuhören darf, wie die Kollegen Traumlicht von Strauss singen und ich dann schon ganz spannungsvoll auf meine Lieblingsstelle warte. Dein Glanz. Mittlerweile mache ich Singapur jetzt schon über mein halbes Leben lang und es bleibt immer spannend. Wir haben schon über 60 Länder bereist, aber es ist noch viel zu entdecken und es gibt unsere Musik noch in viele weitere Länder zu tragen. Singapur ist für mich eine spannende Reise. Das Eintauchen in Klänge, die man nur mit der menschlichen Stimme erzeugen kann. Mit der Seele sprechen zu können. Ich meine, erweiterter Klangkörper. Individualität in Harmonie. Der coolste Job, den man haben kann.